Die Könige des Boxens im Thronsaal des Schlosses. Ein sportlicher Empfang für einige der erfolgreichsten Sportler unseres Landes im Schweriner Schloss. Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp begrüßte 9 Deutschmeisterinnen und Meister vom BC Traktor Schwerin und vom Boxleistungszentrum der Landeshauptstadt. Unter ihnen auch den WM-Bronzemedaillengewinner Arek Marutyan, den EM-Dritten Artem Harutyunyan und EU-Cup-Vizemeisterin Sarah Scheurich. Die Leistungen der Sportler, ihrer Trainer und Förderer im vergangenen Jahr sollten mit diesem Landtagsempfang gewürdigt werden. Also ich finde, dass gerade junge Menschen, die ein festes Ziel haben und sich dafür auch richtig ins Zeug legen und auf vieles verzichten, ja, Vorbild sind für alle Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern und ich denke mal bei den sportlichen Erfolgen auch weit darüber hinaus, weil das ist ja Vorbild dann für alle Jugendlichen, die von diesen Erfolgen erfahren und möglicherweise ähnliche Ziele verfolgen. Das wirkt aufmunternd und ich finde schon, das ist fürchterlich beeindruckend, da ich selber ja nicht so ein disziplinierter Mensch bin und mir schon vorstellen kann, was es bedeutet, auch zu verzichten auf Freizeit und auf Zeit mit Freunden, um dann hart zu trainieren und dann aber natürlich auch solche Erfolge einzufahren. Die zukünftigen Ziele der Schweriner Boxer sind ehrgeizig. 2+X für Rio de Janeiro. Das heißt, mindestens 2 Sportler der Schweriner Talentschmiede sollen sich für die kommenden Olympischen Spiele qualifizieren.